Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Da, wo wir letztens aufgehört haben, nämlich über der Schweiz, fangen wir wieder an. Wir sind gerade im zweiten großen Krieg. Man könnte ihn auch den zweiten Weltkrieg nennen. Weiß ich nicht, ob es wirklich ein Weltkrieg ist. Auf jeden Fall ist er groß genug, damit wir einen riesigen Flächenbrand in ganz Europa haben. Auf der einen Seite machen wir gerade Russland fertig, auf der anderen Seite machen wir die Schweiz und Frankreich fertig. Naja, das mit Frankreich bin mir noch nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall, die Schweiz wird gerade ein wenig zermürbend vernichtet von mir. Genauso machen wir die afrikanischen Provinzen von Frankreich und hoffentlich auch bald Belgien zu unseren. Ja. Unser Hauptkriegseinsatz ist natürlich hier in Russland und der zweite ist natürlich hier in der Schweiz. Schauen wir mal. Wir haben wieder eine Kolonie erobert. Also in den Kolonien haben wir jetzt nicht so viele Truppen, aber immerhin ein paar. Und Luzern haben wir gewonnen. Hurra! Auch Luzern. Hier geht es einmal nach. Nö. Das machen wir so bitte. Hier geht es einmal nach Bregenz und erholt euch dort. Oder? Nein, hier geht's nach Genf. Das ist wichtig. Genf wollen wir auch noch erobern. Wenn wir alle erobert haben, dann ist es gut. Wir haben Suwalki gewonnen. Auch nach Grodno. Ah, nein, bleibt's hier. Nö, wir werden hier nicht angreifen, Grodno. Zu gefährlich. Gehen wir zurück nach Pinsk. Ihr. Jetzt nach Radom. Wir haben in Konstanta gewonnen. Und damit haben wir einmal russische Truppen vernichtet. Hurra! Sollen wir das belagern überhaupt? Oder soll das der wahnsinnige... Na, das belagern wir, das ist nicht gefährlich für die Leute. In Gao haben wir erobert. Gehen wir weiter nach Timbuktu. So, wie ist das jetzt? Pinsk, die gehen nach Kowel. Na dann, auf nach Kowel. Mal schauen, ob wir sie dort abhalten können, dass die da weitergehen. Ha, das ist auch gut. Die sind auch wieder voll geheilt. Die gehen auch nach Kowel. Wir haben Kowel gewonnen. Das ist gut. Wahrscheinlich wird er dann aufhören, dorthin zu rennen. Yep. Du bleibst da stehen. Du bleibst auch stehen. In 22.000 geht's hierher. Hm, 60.000 Mann, die gehen mich schon ziemlich an. Da gehen ein Haufen Leute nach Bialystok. Und der Rest geht nach Mariampol. Puh, das könnte da doch dazu führen, dass wir ein bisschen ein Problem kriegen. Vielleicht geht es ja doch nach Warschau. Um dann relativ schnell da oben nachzugehen. So viele sind das eigentlich gar nicht. Das sind 33.000, das sind gerade mal so viele wie wir. Ein bisschen mehr. Stört mich das? Nö, eigentlich nicht.
Sollen wir herkommen? Wir fahren dann hinten und gleich nach hinten. Gut. Bialystok. Gut, so. Boah, bist du wahnsinnig. So. Dann bist du mal daher. Du gehst doch nicht daher, sondern daher. Genf wird belagert. Oben, ne? Wohin geht's hier? Nach Brest-Litovsk. Wann ist der dort? Am 10. Mai? 11. Mai? 15. Mai? Mist, zu spät. Na, schauen wir mal, ob wir ihn in die Falle locken können. Ah, der bleibt noch da, falls der angegriffen wird da drüben. Wobei andererseits den könnten wir nicht da reinziehen. Das ist keine schlechte Idee. Sollen die doch das versuchen zu erobern? Bergamo. Gewonnen. Die gehen weiter nach Chur. Na dann hinterher. Timbuktu angekommen. Chisinau gewonnen. Unter diesen 3000 her. Doch, dass wir hier angegriffen werden könnten. Was auch passiert ist. Gebiete, jetzt sind die schon wieder 32.000. Sag einmal, wie viele Truppen haben die denn da als Nachschub? Wir erobern da gerade ihr ganzes Gebiet. Wo können da noch Nachschubtruppen kommen? Ach Gott, das gibt's ja wohl nicht. Blöde Landwehr. Müssen wir echt alle vollständig vernichten, sonst kommen sie wie aus dem Nichts wie die Schwammern herausgeschossen. Ärgerlich. Ist okay, in Kuhl könnt ihr uns angreifen mit diesen 0,4 Typen. Mit diesen 400 Typen. So, ihr seid da angekommen. Dann geht's hier mal daher. Wohin geht denn der nach Block? Was Block ist das? Der Block? Das daher. Der unterstützt die Wahnsinnigen. Du bleibst in Pinsk. Hier weiter. Ah, von hinten, die schließen wir ein dann. In Brest-Litovsk. Schauen wir mal, ob wir die einschließen können. Irgendwie diese 60.000. So, Basel haben wir auch gewonnen. Und Neuchâtel haben wir gewonnen. Gut, dann gehst du mal nach Luzern. Du gehst nach Basel. Mhm.
Truhe ist abgeschlossen. Bären auch haben. Dann greifen wir mit diesen 100. Na, das bringt überhaupt nichts in den Bergen. Da greift immer nur einer an. Das ist ja der Nachteil. Ärgerlich. Ja, aber wir müssen es fast trotzdem tun. Weil. Ich greife mal mit denen an. Und dann gehen wir mit dem rein im Nachhinein. Na, komm nur her, ich habe keine Angst vor dir. Sehr gut. Das ist mir überall im Vorteil. Müsste eigentlich reichen. Problem. Gehst du mal da her? Walla da. Okay, das Feigling ist geflohen. Ärgerlich. In Basel angekommen. Na, die greifen da jetzt einen Monat an. Gehen da mal runter nach Lugano. Dann nach Luzern. Bern haben wir gewonnen. Hier geht nach Lugano. Und nach Novara. Novara mal. Ach ja. Ob wir die da raustreiben können. Das wird eine sehr harte Schlacht. Balti haben wir gewonnen. Das machen wir glatt so. Bialystok, 33.000 Mann von ihm vernichtet. Das ist ja cool. Das freut mich sehr. Du gehst nach Grodno. Wäre doch gelacht, wenn wir die da nicht aufreiben können. Okay, Pinsk ist auch gut. Quero haben wir erobert. Boah, das ist ja so mühsam. Eins nach dem anderen zu erobern da in den weiten, weiten Afrikas. Immerhin sind wir da schon weiter als in Russland. Wie schaut das da aus mit dem Kampf? Schlecht. Oder? Ja,
Holland gewinnt gegen Belgien. Belgien ist fast hinüber mittlerweile. Da oben bräuchte man noch jemanden. Konstant, da haben wir gewonnen. Da haben wir wieder 30.000 Mann, die bereit sind, Untaten zu verrichten. Du gehst nämlich weiter, ja. Dann gehst du da hier. Auch da rein. Kann ich den Schwächeren da wegziehen? Dann ziehe ich damit 30.000 Mann nach. Puh. Okay, wohin ziehen die denn? Könnten wir bitte sehen, wo die Schweizer hinziehen? Ja, nach Lugano. So, einfach noch mal Jampol weiter. Nein, da hier. Und der bleibt da zum Erholen. Der andere, der geht da hier zum sich erholen. Wie viele sind das noch? Viele können das ja nicht mehr sein. Sehr gut, wir waren zuerst in Lugano. Das ist ganz wichtig in den Gebieten. Wow. Okay. Okay. 57.000 Mann, die in Lugano angegriffen werden. Gut. Und die hier erholen sich. Na gut, die sind tot. Und so, ah ja, die erholen sich auch. Okay, der bleibt noch da. Schlacht von Plock haben wir auch gewonnen. 20.000 Russen. War ein Witz. So, nur Plock, das ist. Das besetzen die Wahnsinnigen. Dann gehst du nach Allenstein. Valata. Sehr gut hinterher. In Kloten ist nichts übrig geblieben. So, wenn wir das da besetzt haben, müsste es eigentlich kein Gebiet mehr geben, wo sich der Typ zurückziehen kann. Außer nach Lublin. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er das wirklich kann. Aus Sicherheitshalber geht es hier nach Lublin.
Das hat ja nur den Lope. Gut. Schlacht von Zürich gewonnen. Das ist wichtig. Daher, wir suchen da Belgien möglichst schnell aus dem Krieg rauszukriegen. Belgien, bei denen gibt es nichts zu holen. Gut, schauen wir mal, wie schaut das mit der Schweiz aus? Eigentlich müssten die dieses Angebot nicht annehmen. Ach weh, wir sind erst bei 87. Wir haben noch nicht Sitten und Genf erobert. Sollte jetzt bald das weit sein. Die Schlacht von Kiew haben wir auch gewonnen. Gut. Die russischen Truppen gehen langsam total ein. Die gehen da runter. Die helfen. Schaffen die das eigentlich noch? Ja, immer schaffen sie es noch. Gut. Sehr gut, wir haben sie umkreist. Kowel haben wir auch erobert. Diese 60.000 sind bald Geschichte. Ja, jetzt sind sie auf jeden Fall Geschichte, jetzt habe ich sie vollständig umkreist. Sitten haben wir auch gewonnen. Gut. Die werden dorthin gehen und in Bregenz angekommen. Pinsk haben wir auch gewonnen. Ja, wie schon gesagt, Russland zerfällt jetzt zusehends. Das war abzusehen, dass es irgendwann mal passiert, aber es ist dann doch schneller passiert, als ich dachte. Schauen wir doch gerade da her. Ja. Achso, nein. Das sind schon ein paar. Dann geht es ja da nach Moschir. Ich glaube, da kommt nicht wirklich mehr was nach von denen. Die Schlacht von Allenstein haben wir auch gewonnen. So, das waren so ziemlich die letzten sinnvollen Truppen, die er hatte, wenn man mich fragt. Na, das Gumbinen interessiert mich eigentlich überhaupt nicht.
geht's mal dahin nach Suwalki und unterstützt unsere Typen da an der Front. Die Schlacht von Lugano. Sehr gut. So, jetzt müssen wir die da irgendwie so platzieren. Warte mal. Du bleibst da. Du gehst daher. Du gehst daher. Dann kann er nur noch Basel. Oder nach Chur. Na verdammt, dieses Gebiet ist einfach zu gut zum Kämpfen. Mist. Na gut, nach Chur gehen wir auf jeden Fall auch. Dann kann er nur noch nach Basel. Dann gehst du da nach Novara. Dann gehst du nicht nach Novara, sondern nach Bern. Und du aus Bern gehst nach Basel. Wichtig wäre es, wenn er nicht nach Basel kommt. Okay, dann haben wir eigentlich alles abgedeckt. Basel, Chur, Novara. Nochmal drei Gebiete. Die Schlacht von Luzern haben wir gewonnen. In Pinsk haben wir gegen Rebellen gewonnen. Das gefällt mir nicht. Sind diese Rebellen aus mir heraus entsprungen oder? Nö, schaut nicht so aus. Waren auf jeden Fall Rebellen. Ach Gott, der hat noch fliehen können nach Bern. Warte mal. Von Bern kann man nach Neuchâtel, nach Basel. Und nach Neuchâtel. Du gehst nach Basel. Nach Sitten, nach Novara, aber nicht nach Lugano. Gut, dann gehst du nach Sitten und du gehst nach Novara. Du bist eh am 8. dort. Das ist ein ganz schönes Ding, das ist eine ganz schöne Sache da. Ah, du bist am 7. dort schon. Gibt's das? 6. Juni dort, super. Dann gehst du nicht daher. Du lahme Schnecke. Du lahme Schnecke gehst dann nicht daher, sondern du bleibst da und du gehst daher. Okay, was mit Suwalki? Da sind wir angekommen. Ach, gehen wir weiter nach Mariampol. Ich glaube nicht, dass wir da noch irgendwie viel Gegenwehr zu erwarten haben. Luzern. Wir haben eh praktisch noch alle. Da haben wir nichts verloren in dem Kampf. Grodno gewonnen. Mariampol. Luzern gewonnen. Den gewonnen. Aber ich glaube, jetzt haben wir die Schweiz, oder? Oh, bitte.
Guadalupe haben wir auch gewonnen. Neuchâtel, Luzern, Bern und Sitten. Okay. Und da hier. St. Thomas ist tatsächlich skandinavisch. Passt. Hurra, wir haben sogar, das ist wirklich ein Weltkrieg, wir haben jetzt auch die ersten Konflikte in Südamerika, Lateinamerika eigentlich. Hurra. Also Hurra, weiß ich nicht, ob das Hurra ist. Wie schaut es bei euch aus? Kommt ihr da klar? Ja, hier geht es ihnen aus dem Weg, sicherheitshalber, kann ich nachvollziehen. Komm schon, Belgien. Chitomir, Gotu. So, wohin? Nach Tscherkassy. Du gehst nach. Nein, okay. Dann schauen wir mal Basel. Und wenn eingekesselt in Bern, echt jetzt? Oh Gott, es gedankt. Der kommt nirgends mehr hin. Okay. So, na, das haben wir jetzt auch gleich. Und in Kowel haben wir gegen irgendwelche Typen gewonnen. Das hätten wir jetzt gar nicht mehr machen müssen. Wir haben die vollends vernichtet. Alle 60.000 Mann in einer Schlacht eingekesselt und alles. So. Mogier. Wo ist das? Da, okay. Vielleicht Litovsk haben wir gewonnen. Die gehen mal daher. Hier. Geht's da weiter? Daher, wie geht's daher? Nach Minsk. Hinterher. Alle 80.000 Mann. Gut, Russland ist aus. Komm schon, Schweiz, was hältst du von diesem wundervollen, absolut genialen Frieden? Sie würden dieses Angebot nicht annehmen. Wert des Friedensangebots 95 und wir haben 97 erreicht. Na gut, aber fast. Warum eigentlich noch nicht? Ach so, ich glaube, ich habe Genf noch nicht vollständig belagert. Verdammt, geht sich das noch immer nicht aus. Okay. Ich wollte das aber in dieser Dings noch schaffen. Mist, ich bin so unfähig. Okay. Ich brauche zu lang für alles. Ticket gewonnen. Gut. Gut. Du erholst dich dann mal. Erholst dich, indem du die Typen tötest. Und dann wieder daher gehst. Wir haben in Bern gewonnen. Sehr gut. Das war's mit den Schweizer Truppen.
Sekunden. Okay. Wie schaut das eigentlich im Norden aus? Haben die da irgendwas? Ach, das gibt's ja wohl nicht. Heißt das, da sind auch Truppen von ihm gelandet? Wie kann das sein? Wie ist der dort überhaupt hingekommen? Ärgerlich. Frankreich und Deutschland haben sich da ziemlich gegenseitig egalisiert. Gut, Schweiz. Wie schaut's aus? Frieden vorschlagen. Wir haben noch immer 97. Wie lange dauert das noch? Naja, wurscht. 95. Schien geht okay. Passt. Passt. Gut zu. Mayampol. Kompass. Passt. Passt. Hey, Genf gewonnen. So, aber jetzt. Schweiz, was sagst du? Frieden vorschlagen. Sie würden dieses Angebot annehmen. Fortfahren. Perfekt. Irgendjemand hat da noch irgendwas. Ah, Deutschland will die Kernprovinz Niederrhein zurückerobern. Na, ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Wie schon gesagt, das ist der Vorteil daran, dass wir Anführer in dem Krieg sind. Auf jeden Fall, Herrschaften, seht her. Wir haben einen Teil Österreich, einen Teil vergrößert. Und jetzt einen Teil von der Schweiz erobert. Schau, 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 schau. Das nächste Mal schauen wir weiter. Das nächste Mal machen wir Russland fertig, fertig. Vielleicht können wir Frankreich aus dem Krieg raushauen schon mal und dann nur mit Russland weitermachen. Ich fürchte, das wird nicht gehen. Belgien können wir auf jeden Fall rauswerfen aus dem Krieg bald. Vielleicht sollten wir von Belgien auch noch irgendwas fordern, bevor wir sie aus dem Krieg werfen. Na gut, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, meine Damen und meine Herren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben die elenden Schweizer entsorgt. Wir haben ihnen gezeigt, wo der Bartel den Most holt. Und wir haben eine wahnsinnig tolle industrielle Region erobert. Glaube ich, hoffe ich. Schauen wir uns das nächste Mal an. Bis dann. Oder ich schaue es mir in der Pause an. Eine gute Nacht, schlaf gut und träumt was Schönes.